Ja, hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest. Bevor wir aber mit dieser interessanten Flasche anfangen zu testen, möchte ich noch kurz ein paar Informationen an dieser Stelle raushauen. Und zwar möchte ich auf diesem Kanal ganz herzlich den Mario begrüßen, der bis jetzt auch alle Videos fleißig kommentiert hat und sogar ein paar richtig coole Anregungen mir, ja, überbracht hatte, die ich auch gerne umsetzen möchte. Und zwar ging es um ein Bewertungssystem und da bin ich gerade dabei, noch ein bisschen rumzufeilen. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch ein kleines Infovideo geben, wo ich dann die neue aktuelle Bewertung dort nochmal erklären werde und die dann auch selbstverständlich auch nutzen werde zukünftig. Bis dahin benutzen wir aber noch die alte Bewertung, da wie gesagt hier auch, da der Kanal noch recht jung ist, noch einiges passieren soll. Das heißt also, da ist einiges noch nach oben offen an Potenzial. Ich werde auch nochmal erklären, wie es zu diesem Kanal überhaupt kam und da kommen auch noch neue Formate dazu. Aber bis dahin, wie gesagt, ein bisschen gedulden müssen wir uns dann noch, weil wie gesagt, ich mache das hier alles hobbytechnisch und total privat und so nebenbei, weil meine Hauptkanäle oder beziehungsweise auch beruflich, das geht natürlich vor und deswegen kann man da so ein bisschen, denke ich mit mir ein bisschen, ne, bist da schon bescheiden, ne, ein bisschen nachgeben und so. So, jetzt aber erstmal ein bisschen zum Biertest, denn ich komme gerade aus dem Büro und ich habe natürlich Bierdurst. So, und was haben wir denn da heute auf dem Gabentisch? Ja, da haben wir wieder eine schöne, ja, Bügelverschlussflasche, direkt aus dem Kühlschrank, 7 bis 8 Grad haben wir. Ich habe so ein bisschen länger draußen stehen lassen, weil gesagt worden ist, hey, das trinkt mal so 8, 9 Grad. Lieber ist besser, weil sich da die Aromen besser entfalten können. Und zwar haben wir es hier mit einem Pilz zu tun, Premium-Pilz. So, und zwar aus Thüringen, das müssen wir mal sagen, Privatbrauerei aus Thüringen. Und zwar ein Gessner. Ja, steht dort drauf, Privatbrauerei Gessner Premium-Pilz aus der, ja, Bügelverschlussflasche. Und natürlich, wie sich's für einen Pilz gehört, es hat sich einfach etabliert. Der grüne Hopfen, der ist auch auf dem Etikett zu sehen. Wir haben wieder einmal ein grünes Etikett. Naja, warum nicht? Ist eigentlich recht schlicht gehalten. Also ich denke, es ist solide. Da ist ein kleines Wappen noch mit drauf. Und ja, ist in Ordnung. Wirkt jetzt nicht zu altbacken, nicht zu modern. Ist ein grundsolides Etikett. Auch wenn es, wie gesagt, keine wirkliche Stilikone ist. Ne? Müssen wir auch ganz klar sagen. So, Gessner auch nochmal hier schön in die Flasche reingraviert oder wie auch immer, gestanzt oder was und ja, geformt, gedruckt. Ist auf jeden Fall ja eine schöne Struktur, wenn man rüberfasst, kann ich mir vorstellen, wenn man ein paar im Tee hat, da spielt man bestimmt gerne dran und dann reiben sie alle an der Flasche und dann kommt Aladdin raus. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, und dieses Ganze ist, wie gesagt, besonders, weil hier beworben wird das Ganze mit einem richtig wohl, ja, kristallklaren Quellwasser von ganz hoher Qualität. Also das heißt, hier ist das Wasser, das spielt hier wohl eine recht große Rolle. Und ja, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, das ist klar. Und was haben wir da noch? Zutaten, Brauwasser, Gerstenmalz und Hopfen, kein Hopfenextrakt. Das ist schon mal gut. Ja, hier oben auf der Banderole, die das diesen, ja, Verschluss hier nochmal überklebt, ne, so drauf, dass es nur nochmal versiegelt ist, steht nochmal Premium richtig fest, fett drauf. So, entschieden für ein Glas habe ich mich heute mal hier für diesen Becks-Pokal, also eher ein dünnwandiges Glas, weil ich will schon mal herausfinden, ob dieses Wasser in diesem Bier wirklich so gut ist. Ich hoffe nicht, dass es zu wässrig ist, weil auf Selta oder Mineralwasser habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Also, naja, machen wir mal und gemacht. Wunderbar. Und es läuft jetzt. Achtung! Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Es läuft. Ja, hat einen guten Klang. Und damit ist nicht die Bohrmaschine von den Bauarbeitern gemeint, die jetzt gerade ausgerechnet, wenn ich ein Video mache, anfangen müssen zu bohren. Unglaublich. Huch, jetzt muss ich mich aber um die Blume kümmern. So. Ey, ich mach gerade einen Biertest. Ach, ein Leben auf der Baustelle. Es ist furchtbar, Leute, ich sag euch das. Aber egal, ich lasse mir meine Laune nicht kaputt machen heute zu diesem schönen Bier. Das heißt, ich versuche mal ein bisschen lauter zu sprechen. Und aus diesem Grund gucken wir uns doch einfach mal schnell mal die Blume an. Ja, was haben wir denn da? Wir haben eine mittel- bis grobporige Blume mit ein paar Luftbläschen obendrauf, die einen auch ansprechend begrüßen. Nö, die sagen, guten Tag, da bin ich, alles klar. Und die sehen eigentlich recht freundlich aus, gut verteilt das Ganze und eine fast, sage ich mal, gleichmäßige Kraterbildung in der Blume drin.
Ja, ich gebe noch mal kurz ein kleines Schlückchen nach, um noch mal ganz sicher zu gehen, mal ein bisschen doller, so. Ja, eindeutig. Also das ist schon recht ausgeglichen, das Ganze gibt ein ganz gutes Bild ab von der Blume. Allerdings, ich würde mal sagen, die ist auch nur wirklich, ja, so fingerdick, würde ich behaupten. So, von der Farbe, wir erkennen das Ganze schon, das ist wie gesagt gut gekühlt. Wir müssten jetzt ungefähr bei 8 Grad müssten wir sein. Und wir haben ja wirklich, ja, ein getreidiges, helles Gold. Ja, wirklich schon fast ins Kellgelb gehende. Das ist jetzt gar nicht so pilztypisch. Könnte man meinen, es ist sehr wässrig. Also ich bin gespannt, aber wenn man das jetzt so gegen die Softbox hier hält, dann muss ich schon sagen, das ist schon extrem hell. Also, aber was ich schön finde, sind auch diese kleinen, ja, Bläschen, die prickeln schön nach oben. Die setzen sich auch sofort unter der Blume ab. Das finde ich richtig toll. Das ist ansprechend, ist ein Zeichen für ein spritziges Bier. Da hat man eigentlich richtig Lust drauf. So, ich stelle es nochmal kurz ab. Ja, von der Erscheinung her, was haben wir da? Ich würde sagen, eher durchschnittlich, oder? Also es macht einen soliden Eindruck, aber eher durchschnittlich. Ich gebe für die Optik und so, wie es daherkommt, 5 Punkte schon mal. Okay, machen wir mal anschnuppern, bin ich gespannt. Oh ja. Ja, ganz klar, merkt man sofort beim Anschnuppern, da hast du ganz klar einen Pilz. Die bitteren Nuancen vom Hopfen, die kommen hier ganz klar, steigen die einen in die Nase, die kitzeln auch ein bisschen. Und eine leichte Fruchtnote schwingt auch noch mit, da will ich mich aber noch nicht festlegen, nach was das genau duftet. Was ist das für eine Fruchtnote? Kann ich noch nicht so genau sagen. Ja, vielleicht eine kleine Würzung ist da auch noch mit drin, aber eher so im Hintergrund. Und jetzt bin ich ganz gespannt, Leute. Ich habe richtig Bierdurst und aus diesem Grund machen wir zusammen den Antrunk. Ne? Da freuen wir doch uns immer drauf. Also ihr Lieben, zum Wohl die Bauarbeiter da oben. Ne? Nicht, dass die noch auf die Idee kommen, runterzukommen und ihr das Bier hier wegzusaufen. Ja, ich teile aber gerne. Also Leute, lasst es euch schmecken. Ja, also das Erste, was mir sofort in den Kopf geschossen ist beim Antrunk auf der Zunge, ist, was ich bemerkt habe, der Begriff weich. Also es ist ein total weiches, samtiges, fluffiges Gefühl auf der Zunge, so Soft-Eis-mäßig, also so richtig so fluffig, so ganz weich, so das umhüllt so den ganzen Mundraum, so ganz flauschig irgendwie auch, ja, so plüschig, also so richtig weich, so wie ob man so ein weiches Getränk, so eine Softmilch zum Beispiel, genau, wie so mit viel Schaum drauf, so eine Softmilch, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen im Mundraum. Finde ich eigentlich ganz angenehm, vor allem mal was anderes. Und dann schwingt natürlich auch sofort beim Antrunk die Hopfen damit. Also das merkt man auch, der setzt sich so ein bisschen auch in dem hinteren Teil der Zunge, da setzt er sich so ein bisschen ab, aber der gibt, ja, da schwingt noch was anderes mit. Weiß ich jetzt nicht genau was. Ja doch, das ist Süße, ist das. Interessant. Also schmeckt nicht wie ein klassisches Pilz. Das muss man ganz klar sagen. Okay, ich muss jetzt mal zum Mittelteil kommen. Jetzt will ich das mal wissen. Jetzt wollen wir mal eine richtige Flutung machen. Ja, ja, ihr wisst da Bescheid, ne? Ja, also, auch die Fluten, also es bleibt dabei wie im Antrunk, das ist weich, das ist total fluffig auf der Zunge, also ein richtig interessanter, ich weiß gar nicht, wie ich das so beschreiben soll, wie so eine Zuckerwatte, genau, wie eine Zuckerwatte, stellt euch mal eine Zuckerwatte vom Rummelplatz vor, oder von der Kirmes, die ihr euch kauft,
Und in der Zuckerwatte drin sind kleine Aromakapseln, die versuchen so ein bisschen an Aroma in den Mundraum rein zu transportieren. Ja, das ist, glaube ich, eine schöne Metapher, also eine schöne Beschreibung, wie man das am besten ja, sich vorstellen kann, was da gerade im Mundraum passiert. So, und das Lustige ist da dran, also wenn dann schon dieser Geschmack, wenn man schon runtergeschluckt hat, dann bleibt jetzt oft bei Billigbieren ist es so was Bappiges übrig. Und hier anstelle des Bappigen ist das wirklich schon fast wie ob man hier so einen Zuckersirup oder so mit einer leichten Zitrusfruchtnote vielleicht da irgendwie noch so drauf spürt. Und das merke ich auch gerade beim Sprechen, Speichelbildung. Der Speichel, der ist tatsächlich behaftet von dieser Zuckersüße. Seht's mir nach. Also was anderes fällt mir nicht ein. Also das schmeckt wirklich süß. Also das ist alles andere als Pilz. Ich hätte jetzt so einen richtig kräftigen ja, Pilzcharakter halt, ein ordentlicher Bitterhopfen erwartet. Das Ganze ist ja eher ein bisschen milder. Also das mag man gar nicht glauben. Also auch von der Flasche her hätte ich jetzt wesentlich was Bodenständigeres erwartet. Und nicht so ein junges, eher verspieltes, ja, spritziges Bier, das ist eigentlich so ein Sommerbier, würde ich sagen. Ja, hat übrigens 4,9 Umdrehungen auch. Muss man nochmal nehmen, ne? Ja, ich bleib dabei. Also, das ist ganz komisch. Also, dieses Fluffige da drin. Ja, macht Spaß, aber es ist ein lustiges Bier. Ja, doch, ist durchgeknallt, das Ding. Mag ich. Ja, kommen wir nochmal schnell zum Abgang. Da konzentrieren wir uns nochmal kurz drauf mit einem kleineren Schluck. Ja, da ist es eigentlich recht solide. Da ist es ein bisschen samtig, so stelle ich mir es auch vor. Und hat auch nicht wirklich Nachgeschmack. Ja, kommen wir mal zu einer Gesamtbewertung, mal zum Fazit. Ja, was wir hier haben, wie gesagt. Ja, Privatbrauerei Gessner Premium Pilz aus Thüringen. Erstmal ganz klar, ist ein Bier, gibt sich auch als solches zu erkennen, auch wenn es von seiner Optik her nicht gerade das attraktivste ist. Also das sieht nicht wirklich gerade ansprechend aus. Da habe ich schon wesentlich Besseres gesehen in der Preisliga. Deswegen, da ist nicht ganz so dolle. Ja, ist, also da kommen wir mal schnell zum, wie gesagt, Geschmack. Ja, im Antrunk gleich vorweg eine Überraschung durch dieses fluffige, zuckerwattige, was das da ist in der Mundhöhle, was so den ganzen Mundraum aushöhlt. Das hat man nicht alle Tage, das finde ich eigentlich ganz interessant, macht die Sache zumindest schon mal ein bisschen spannend und sorgt natürlich bei Bierliebhabern, denke ich mal, für die nötige Abwechslung. Ne? Also langweilig ist es auf gar keinen Fall. Ja, ein bisschen verwundert ist man, weil wenn da Pilz draufsteht, erwartet man eigentlich auch einen Pilz. Und ja, dann mag man eigentlich ja eher so ein bisschen die herberen Noten. Ne? So ein bisschen Bitterstoffe vom Hopfen, der Malzgehalt rückt ein bisschen in den Hintergrund. Und dieses Getreidige kommt vielleicht auch noch ein bisschen hervor. Das hat man hier auch nicht. Also wie gesagt, das ist schon Bier, was aber irgendwie extrem mild, süß, fruchtig daherkommt. Mit einer gewissen Fluffigkeit. Ich will es einfach mal bei dem Begriff Fluffigkeit bei einem Getränk tatsächlich auch belassen, weil das passt eigentlich ganz gut. Ja, dadurch wird es natürlich auch süffig, ja, ohne ein Mixbier zu sein. Es ist ein süffiges Bier, das kann man auch, schätze ich mal, im Sommer gut am Baggersee trinken, ne, auf der Luftmatratze oder so, dann paddelt man da so ein bisschen rum und ja, zack, dann ist die Flasche auch schon weg und dann kommt die nächste an. Ja, so in diese Richtung würde ich das Ganze so einordnen, ne, oder vielleicht auch dann am Baggersee, dann wenn schon abends geworden ist, man hat da schon die ersten 6 drin, dann nimmst du auch noch die 7. mit und dann grillst du noch schön mit den Kumpels, ne, Freundin trinkt dann auch noch mit, weil die findet das nicht so bitter, die mag ja eh mehr süße Sachen und Einhörner und so. Also aus dem Grund, denke ich mal, ist es eigentlich ein idealer Vertreter für den Sommer. Der hat auch die Spritzigkeit und die Frische. So würde ich das Bier, glaube ich, ganz gut einordnen. Wer jetzt irgendwas Bodenständiges haben will, so für einen Kamin, Romantik oder im Wald, Lagerfeuer oder bei Herbsttemperaturen, der ist damit, glaube ich, nicht so gut beraten. Also der sollte dann doch lieber eher zu einer anderen Biersorte, die nicht ganz so süß ist, sage ich mal, zugreifen. Ja, unangenehm ist es nicht. Es ist nur was anderes, als was draufsteht. Das mag man jetzt bewerten, wie es ist, aber ich bewerte jetzt einfach mal die Qualität. Und die ist tatsächlich soweit stimmig. Ich würde es mir nochmal kaufen, ganz ehrlich. Im Sommer würde ich mir das doch holen. Da würde ich mir einen Kasten holen im Sommer. Mhm.
ordentlich da trinken. Ich schätze, auf Dauer wird es aber ein bisschen langweilig, weil wenn man dann den Effekt mit dieser Fluffigkeit sich dran gewöhnt hat, ja, dann wird das irgendwann langweilig. Weil ich glaube, mehr passiert dann auch nichts. Also das ist das Einzige, wo es punkten kann, ne? Geschmacklich, diese süße Fluffigkeit im Mund. Ist süffig. Ja, Bewertung. Wie bewerte ich in den Spaß? Ist ein lustiges Bier, ja? Ist ein lustiges, fröhliches Bier. Das ist ein Smiley so. Ja, neues Bewertungssystem haben wir noch nicht. Da werde ich mich mal mit Mario nochmal auseinandersetzen. Grüße an Mario an dieser Stelle. Und ich gebe den ganzen Spaß hier tatsächlich mal... Ja, was gebe ich denen? Ach komm, ich bin großzügig. Ich gebe denen 7 Punkte. 7 von 10 Punkte, weil doch, macht Spaß. Ist ein geselliges Bierchen. Ist fröhlich, mag ich. Ja, das war's gewesen. Damit sind wir draußen mit dem Gessner Premium Pilz, was keins ist. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr den nächsten Biertest nicht verpassen wollt, einfach mal da oben da auf Abo klicken, wisst ihr Bescheid und dann seht ihr auch den nächsten Biertest von mir. Der Biersüffler ist draußen. Bis dahin, ich wünsche euch was, Freunde. Ciao.